Was fällt dir zu deinem Mitbewerber Gerrit ein? Als allererstes dreckige Konkurrenz, of course. Nein, ich habe den Gerrit hier vor 3 Jahren kennengelernt und es ist eine absolute Bereicherung für diese Stadt, für dieses Land und einer der tollsten privaten Kontakte, die man hier hat. Und ich hoffe, dass er uns noch viele Jahre erhalten bleibt. Wunderbar. Danke. Danke. Jörg, du und Gerrit, ihr kennt euch seit über 30 Jahren, ihr seid Geschäftspartner gewesen, ihr habt die ganze Welt zusammen bereist. Was kannst du uns von früher oder von deinen Eindrücken heute erzählen? Wie war das so? Wie ist der Gerrit? Ja gut, ich habe den Gerrit 1972 kennengelernt. Ich bin nach Frankfurt gekommen und Gerrit war ein Verkaufsdirektor bei einer Feinkostfirma. Und gut, später kannten wir uns ein bisschen besser. Und dann sind wir nach Brasilien gefahren und wir waren auch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Argentinien. Und nach Amerika ist er gegangen wegen der Gesundheit und hat dann einen riesen Job gemacht letztendlich. Und wir waren immer sehr gut befreundet. Was sagst du zum Geburtstag von Gerrit? Es war ein toller Geburtstag. Anselma ist für ihn ein Glücksfall. Günther, du warst sehr erfolgreicher Kölner Unternehmer, bist vor 16 Jahren nach Pattaya gekommen und bist kölsches Urgestein. Mit Gerrit verbindet dich, dass ihr beide Schiffsfreaks seid, die gerne auf See unterwegs sind mit ihren Schiffen. Was kannst du zu Gerrit zu diesem Thema sagen? Ja, ich habe Gerrit vor einigen Jahren kennengelernt, also von Florida, von Amerika umgesiedelt ist hier nach Thailand. Und wir haben sehr viele Reisen zusammen unternommen mit der Yacht. Und ich muss sagen, ich habe Gerrit als Menschen kennengelernt, der Freundschaften unheimlich lange pflegt. Ich habe viele seiner Freunde hier kennengelernt. Es sind Freundschaften, die ja zum Teil über 30, 40 Jahre gehen. Und ich muss sagen, ich bin ganz beeindruckt, wie er die Kontakte hält, wie die Freunde zueinander stehen. Es ist ein fantastischer Mensch, das kann ich dazu sagen. Franz, du bist Vorsitzender Richter aus Wiesbaden. Du bist hier in Pattaya jetzt, beim Geburtstag vom Gerrit. Was sagst du zu dem Abend? Zusammenfassend zu sagen, was sehr schwer fällt, weil man überwältigt ist von diesen schönen Eindrücken her. Es ist ein unvergesslicher Abend, der sehr lange in Erinnerung bleiben wird, und zwar bei allen, die an diesem schönen Fest teilgenommen haben. Und ich glaube, dass Gerrit, unser Geburtstagskind, wir sind hierher gekommen, um ihn zu ehren, sich auch gefreut hat über den regen Zuspruch. Und ich meine auch, dass die gesamte Gestaltung des Abends, der Ablauf, einfach schlichtweg umwerfend war. Peter, du kennst den Gerrit seit 35 Jahren. Was könntest du uns noch aus dem Nähkästchen erzählen? Nur Gutes. Nur Gutes? Ja, nur ein Gutes. Beispiel. Gerrit ist ein sehr liebevoller Mensch in Bezug auf Frauen insbesondere. Er meint es immer ehrlich, er gibt einer Frau immer nur sein Herz. Uschi, du und Gerrit, ihr kennt euch 40 Jahre, ja. Was man dir nicht ansieht. Danke. Was sagst du zu dem Fest, was sagst du zum Geburtstag? Ja, also ich bin überwältigt von diesem wunderschönen Fest, bin ganz glücklich, dass ich dabei sein darf und danke dem Gerrit für die lange, intensive Freundschaft. Vielen Dank, Gerrit. Ja, Happy Birthday, Gerrit. Unter diesem Motto wurde heute der 70. Geburtstag von dir, meinem besten Freund, hier gefeiert. Es waren 100 gute Freunde aus der ganzen Welt, aus Amerika, aus Frankfurt, aus Asien hier. Und er hat wirklich die Luft gebrannt, er hat der Bär getanzt, er ist wirklich die Post abgegangen. Bist du happy, Gerrit? Also, eigentlich bin ich todunglücklich, weil ich bin heute 70 Jahre alt geworden. Auf der anderen Seite bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt, weil es mir gelungen ist, in meinem Leben wunderbare Freunde kennenzulernen. Und mit meinen Freunden war das nicht nur heute Abend ein wunderschöner Abend, der mir viel gegeben hat und die mir auch in der Vergangenheit geholfen haben, mich wohlzufühlen. Und wenn ich etwas mehr sagen darf, Kalli, du bist einer der wenigen Menschen, die nicht nur mir viel Freude im Leben gemacht haben, sondern vielen Menschen auf der Welt, nicht nur in Deutschland, vieles gegeben haben.
Und ich habe in meinem ganzen Leben niemanden kennengelernt mit deiner Ausstrahlung, mit deinem Charakter. Auch wenn du selber das vielleicht nicht gerne hörst. Aber jetzt muss ich dich mal unterbrechen. Freut mich, ich bin noch stolz, aber wir feiern heute deine Geburtstag. Also wenn man so sieht, wie die hier abgegangen sind, auch die Älteren, die Amis und so, und dann denkt man, Mensch, die können gar nicht richtig feiern. Also die Thailänder haben ja hier Mund und Ohren aufgerissen, die haben ja die Welt nicht verstanden. Das war ja einfach gigantisch, umwerfend. Der Franz, unser großer Vorsitzender Richter mit seiner perfekten Laudatio. Ich war auch wirklich sehr gerührt von deiner Frau, von der herzlichen, liebevollen, vor allen Dingen emotionalen Rede. Und dann kamen wir natürlich als die großen Tänzer, Sänger, ging wirklich schön ab. Und ich muss sagen, ich habe dich ja nicht nur als Erstklassen-Geschäftsmann oder Fußballverrückten mit Sitz im Aufsichtsrat bei Eintracht Frankfurt kennenlernen, sondern das, was wir heute Abend hier erlebt haben, das ist deine Stärke. Du hast diese Freunde immer alle gebunden, auch über viele Jahrzehnte, und könnt ja nicht von ungefähr, dass hier 100 Leute zum Teil 20.000 Kilometer anreisen. 10.000 Kilometer waren ja schon die Kurzreise, und das hat sie dir auch verdient, und deswegen noch viele, viele schöne Jahre mit uns. Da freuen wir uns auch so, da bist du uns schuldig, nicht nur deiner Frau und dir, und wir lassen es weiter knacken. Tschüss. Vielen Dank, Kali. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Brennen heiße Blüten an. So schön, schön war die Zeit. Brennen so fern im Heimatland. So schön, schön war die Zeit. Kein Gruß, kein Also keine Angst, ich singe nicht, weil das wäre der Abend sofort zu Ende. Aber ich würde doch vorschlagen, Deutschland sucht den Superstar. Ich denke, wir haben den schon gefunden, oder? Deutschland, Deutschland Superstar! Und vielen Dank. Ende aus, Feierabend.